Ein Crosslinking wendet man an, wenn die Hornhaut eine Schwäche entwickelt. Diese Schwäche kann natürlich auftreten im Rahmen eines sogenannten Keratokonus oder nach einer Augenlaseroperation, was extrem selten auftritt, kann diese Hornhaut auch schwächer werden. Und dann, durch die Anwendung des Crosslinkings, kann man dieses Gewebe wieder stabilisieren oder verhärten.